Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. YouTube ist aktuell so eine Sache für sich. Irgendwie Leute, die Bock auf Call of Duty haben, gucken sich kaum noch was an. Leute, die Bock auf Call of Duty haben, um das hochzuladen, haben aber keinen Bock auf das, was aktuell Call of Duty anbietet. Also macht man zwei Sachen. Man macht entweder Videos über Sachen, die einen gar nicht interessieren und labert irgendeinen Scheiß und verdient noch ein paar Euro. Man macht was ganz anderes oder das dritte, ich weiß nicht, ob man drei kann man Sachen. Und die dritte Sache, man macht einfach Pause, wenn nichts wirklich Interessantes ist, kümmert sich in seinen Streams irgendwie um ältere Games, spielt ein bisschen Rebirth, ein bisschen Warzone, ein bisschen, ja, Vanguard überhaupt nicht. Also dieses Game, 4 Wochen lang habe ich dieses Game wirklich gefühlt, Leute, wirklich gefühlt, war da richtig Potenzial, da war richtig ein Fundament. Und da hat man festgestellt, alles, was wir da bekommen haben, ist auch das, was bleibt. So, alle Seasons verlängern sich. Irgendwie Shotguns sind irgendwie 3 Monate völlig busted gewesen. Aufsätze kannst du nicht nehmen. Der Atomar-Grind ist kein Grind, sondern einfach nur stumpfes Abarbeiten von Schwachsinnsaufgaben. Und Skill-Based Matchmaking in Call of Duty Vanguard ist meiner Meinung nach nicht mal ein großes Problem. Ich merke es weniger als zum Beispiel in MW19, wo ich jetzt eine Waffe auf Gold gespielt habe. Ja, ich und MW19. Und MW19 macht sogar Spaß. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch jetzt mittlerweile mal wieder auf alte CODs geht, weil Vanguard einfach so richtig Schrott ist. Also wirklich so richtig unnützer Zeitvertreib, so richtig Schrott. Und in MW19 merkt man das Skill-Based Matchmaking. In Cold War hat man es auch eigentlich immer gemerkt, aber trotzdem ist MW19 aktuell einfach unterhaltsamer, wenn man es einfach stumm spielt. Vor allen Dingen Shoothouse und Shipment als Vanguard. Jetzt gibt es aber einen Modus, der neu in Rebirth reingekommen ist. Und das ist auch ein bisschen das Thema von heute. Und an der Stelle, Leute, gerne einmal ganz kurz Werbung. Wenn ihr nämlich so ein bisschen genervt seid von Call of Duty, gibt es aktuell auf Ineba Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, was ja anscheinend sehr, sehr gut ankommt. Und ich bin auch hart am Überlegen, ob ich es mir heute auch noch gönnen sollte, für 39,79 €. Ich persönlich habe mega Bock und eigentlich wollte ich es im Stream auch gerne mal zeigen und ich glaube, ich mache es auch demnächst mal. Wenn ihr jetzt irgendwie mit PayPal bezahlen wollt, zahlt ihr halt 2,69 € Gebühr. Ihr könnt meinen Code Chappy dazu einnehmen, dann zahlt ihr am Ende für Star Wars 41,29 €. Ist ein guter Deal meiner Meinung nach. Ist der Steam Key für ganz Europa. Holt euch das auf jeden Fall, wenn ihr Bock darauf habt. Ich bin ein riesiger Star Wars Fan. Aber kommen wir zurück auf dieses Skill-Based Matchmaking-Thema. Es gibt seit Ewigkeiten einen Modus, der komplett an mir vorbeigegangen ist, den ich glaube, 2-mal gespielt habe, weil ich irgendeine Waffe leveln wollte und gucken wollte, ob das damit aufdrehen geht. Und zwar Verdansk damals und jetzt Caldera, absolute Schrott-Map. Beutegeld, das ist Plundern Englisch. Beutegeld ist im Prinzip ein ziemlich einfaches Format. Das Team, was als allererstes eine bestimmte Anzahl von Geld zusammensammelt, gewinnt. Und ihr spawnt immer wieder, egal ob ihr alleine da seid oder als Squad oder als Duo, ist scheißegal, ihr spawnt immer wieder, wenn ihr sterbt. Ihr könnt Aufträge machen und da verdient man halt nicht 1000, 2000, 3000, sondern 50.000, 70.000, 100.000. Und was mir die beiden Male ein bisschen aufgefallen ist, obwohl ich fast nur Aufträge gemacht habe, ohne auf Kill zu gehen, ist, dass da irgendwie hat sich das anders angefühlt, als würde man jetzt in Rebirth Island reingehen. Und ich weiß, dass viele von euch immer noch der Meinung sind, Streamer haben automatisch irgendwelche VPNs, mit denen man heftigste Lobbys bekommt. Und dann zeigen wir Content Creator irgendwelche krassen Runden und sonst was. Ich würde euch ganz gerne mal zeigen, wie meine Rebirth-Runden aussehen. Und dazu als Disclaimer, ich habe kein Aimbot, ich habe kein Wallhack, ich habe kein Engine Owning, ich habe kein Chronos, habe ich alles noch nie gehabt. Ich spiele seit 3 Monaten mit einem VPN und wenn ihr mich vor 3 Monaten gefragt hättet, warum, hätte ich gesagt, ich habe 0 Bock auf Cheater, das hilft mir ein bisschen. Mittlerweile kann ich euch sagen, ob ich ein VPN anhab oder nicht, macht 0 Unterschied und ich zeige euch auch den Beweis, warum. Und dann kommen wir auf das Thema generell, denn Beutegeld hat kein Skill-Based Matchmaking. Auf COD-Tracker könnt ihr eure Activision-ID eingeben oder von irgendjemandem, von mir, von einem eurer Kumpels, von einem Pro-Gamer und könnt euch durchschnittliche Lobby-KDs anschauen. Hier seht ihr, was ich gestern gespielt habe. Und zwar gestern Beutegeld Rebirth. Nagelneuer Modus. Hier werden, weil es so ein temporärer Modus ist, keine Durchschnitt-Lobby-KDs angezeigt.
Jetzt guckt euch aber mal an, was wir hier gestern, und es war im Stream, just for fun, es war die erste Runde mit 12 Kills, und dann guckt euch mal an, wie viel Kills man da macht. 24, 30, 14, 35, 30, 15, 22, 16, 27, 7, da haben wir, die letzten beiden haben wir gestern, glaube ich, mit Shotguns einfach in einem Haus gecampt und Spaß gehabt. Das heißt, man kann hier auch wirklich wieder witzige Sachen machen. Man kann es auf Win spielen, man kann es lassen, das ist völlig egal. Ein absolut heftiger Modus, wenn man die Rebirth-Karte mag und Spaß haben will. Jetzt sieht man hier leider keine Durchschnitt-Lobby-KDs, aber ich will euch mal was zeigen. Und das hier, Leute, ohne VPN, ohne alles. Es gibt in diesem Modus kein Skill-Based Matchmaking. Das hier unser Trupp gestern, und jetzt schaut euch mal die Lobby- oder die Durchschnitt-KDs der einzelnen Spieler an. 0,4, 0,51, 0,41, 0,49, 0,39, 0,12. Es ist gar nicht möglich, so eine schlechte KD zu haben. Da ein guter, der war irgendwie zu zweit nur da. Dann haben wir hier 2 Tode, 2 Assist. Er hat 10:2. Kevin ist auch mit am Start. 0,25. Alle diese Lobbys haben solche KDs in der Runde drin. Und das liegt nicht daran, dass wir mit irgendeinem 0,33 heftigen Trick dafür gesorgt haben, dass wir irgendwo Reverse boosten, sondern es ist einfach, dass das Matchmaking, was wir von vor ein paar Jahren kennen, hier ganz normal greift. Das heißt, es wird hier nicht danach geguckt, ob ihr eine 5er-KD habt und der TikTok-TTV-Schwitzer auch, sondern hier wird geguckt, wer passt von der Region zusammen, ich match euch, los geht's. Und diese Lobbys hier sind die normalen Lobbys, die ihr immer noch in jedem Multiplayer, in jedem Warzone-Game finden könntet, wenn ihr theoretisch Reverse boostet oder wenn es einfach kein Skill-Based Matchmaking geben würde. Und hier sieht man das dann. Das Game hatte ein bisschen Mitleid, nachdem die Runden absolut scheiße waren. Hier ist es dann eine 066er KD-Lobby gewesen. Ich habe hier Solo mit drei, ich weiß nicht, entweder drei Randoms, die mir zugejoint wurden. Guckt euch das an. 18:3, und es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie mit angehen will, sondern guckt euch die Durchschnitts-KDs an. Das hier war Rebirth Squads. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn das Game euch hasst. Was das Resultat von Skill-Based Matchmaking ist, mit VPN, Leute. Ich habe mit VPN diese Runden erspielt. Guckt euch das an. Ein Kill, 2 Tode. Und jetzt guckt euch an, gegen was für Squads man dort antritt. 3,7er KD, 3,75er, 2,1, 2,2. Hier mittelmäßig, 2,0, 3,6. 1,4, 1,18, 1,3, 1,64, 1,74. Wenn fast jeder in der Lobby bei einer 1,5er, 1,7er KD ist, glaubt mir, Leute, dann habt ihr keinen Spaß daran. Das macht keinen Spaß und es nimmt den gesamten Fun-Faktor aus diesen Games weg. Das heißt, immer wenn ihr denkt, ja, irgendeiner hat bestimmt immer nur Bot-Lobbys oder spielt immer nur gegen absolute Noobs, geht einfach mal auf den COD-Tracker und guckt euch das mal an. Und ganz ehrlich, schaut euch mal die Durchschnitts-KD von meinen Random-Teammates an. 0,8, 1,9, 1,29. Das heißt, ein guter, ein, ich will nicht sagen schlechter, ihr wisst genau, was ich meine. Und dann hier das, 2,2, 2,8, 2,4, das hier, deutsche Party mit VPN, 2,6, 1,8, 1,9. Es ist so absurd, was für KDs hier manche Lobbys in sich haben. Und andere sind dann wieder, weil man sozusagen Mitleid bekommt von dem Game, sind dann wieder richtig heftig einfach. Wenn man das hier vergleicht, und man könnte jetzt hier noch weitergehen, man kann auch in andere Modi reingehen, es ist eigentlich völlig egal, was man da sucht und was nicht, dann sieht man, dass dieses Skill-Based Matchmaking absoluter Abfuck ist. Und das sollte eigentlich jedem, der sagt, ja, die Spieler von heute sind einfach nur besser geworden. Das mag für 0,1% der Spieler vielleicht so gelten, weil mittlerweile jeder mit einem Controller mit Pedals rumläuft. Also in meinem Fall, ich habe ja einen nagelneuen Partner mit Super Level. Ihr seht, ich habe hier meine Pedals als Knöpfe mittlerweile. Es gibt jetzt noch demnächst einen zum Verschenken für euch. Natürlich hat jeder mittlerweile bessere Hardware. Jeder hat mittlerweile ein 100, 150 Euro Headset, mein Rocket Card oder ein Mischpult oder hat 180 FPS, weil er auf dem Rechner spielt oder. Aber die Leute, die das betrifft, die Call of Duty spielen, Jungs, sind
0,01%. Das sind die Leute, die auch YouTube-Videos gucken und Streams gucken. 99% der Lobbys bestehen, die wir gar nicht mehr sehen. Und deswegen vergisst man es, dass es so viele davon gibt, sind, ja, ich will nicht böse sein, aber Kram, sind Anfänger, sind normale Spieler. Lobbys, wie man sie in Black Ops 4 bekommen hat und in Black Ops 3 und Black Ops 2 und alle Games außer Advanced Warfare, was auch ein Skill-Based Matchmaking hatte, sind bis heute so. Und man sieht es so heftig, wenn ihr Beutegeld in Rebirth oder Beutegeld in Caldera spielt. Da habt ihr normales Matchmaking. Und bevor jetzt jemand heult und sagt, kannst du so Kills farmen? Leute, ist eine ganz normale Gamer-Erfahrung, dass man mit besseren in eine Lobby kommt und mit schlechteren in eine Lobby kommt. Und ganz ehrlich, die Leute spielen da auf den Win oder spielen, weil sie Spaß haben oder weil sie entspannt spielen wollen. Es geht um Beutegeld, nicht um Kills, nicht um Tode. Es gibt keine KD, kein gar nichts. Es ist einfach nur Fun. Und genau das ist das, was Activision aber nicht will. Denn ohne Skill-Based Matchmaking werden nur die Top 1% der Spieler, sag ich mal, wir Schwitzer bevorzugt, mit Skill-Based Matchmaking 99% der Spielerbase. Was ich damit sagen will, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Spaß zu haben aktuell, ohne Reverse Boosten und VPNs bringen sowieso nichts. Glaubt mir, VPNs bringen nichts. Ob ihr es macht oder nicht, macht keinen Unterschied. Ihr gebt nur Geld aus für Schwachsinn. Und auch diese Gerüchte, die größten Streamer haben so Underground-VPN-Zugang und Geolocation. Exclusive Ace hat es mit einem Netdurma-Router probiert. Er hat zwar Regionen einstellen können, wo er damit spielt, aber die Lobby-KDs waren trotzdem die gleichen. Und ich weiß, einige von euch sagen, oh, guck mal, die Nordamerikaner. Ja, die Nordamerikaner haben aber auch absolute Bot-Lobbys und brauchen dafür kein VPN, weil die Bevölkerung in Nordamerika auf den Servern dort so groß ist, dass das Matchmaking da automatisch so viele Kram reinlost, dass es nicht wie hier in Europa funktioniert. Deswegen sieht man auch, dass die besten Spieler Europas auf europäischen Servern nicht in Squads Caldera 100 Kills machen, sondern 40 Kills. Und irgendwelche Nordamerikaner anstatt 40 dann eben 120. Das heißt nicht, dass die automatisch schlechter sind, aber es lässt sich nicht 1:1 vergleichen. Statement von mir, wenn ihr ein bisschen Fun haben wollt, spielt Rebirth Beutegeld oder Caldera Beutegeld, wenn ihr euch Caldera geben wollt. Diese Modi machen so unheimlich Spaß. Ihr könnt richtig heftig leveln, die besten Modi zum Leveln. Ihr könnt Waffen leveln, ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt witzige Challenges machen und. Ich kann es euch nur empfehlen, Leute, das aktuell ist der größte Spaß, den man wirklich haben kann. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.